Moin Foodies! Franzbrötchenzeit! Ja, die Hamburger oder die Nordregion von Deutschland kennt das Franzbrötchen ganz gut und das gibt es jetzt als Eis. Ich selber liebe auch Franzbrötchen und ich freue mich jetzt mega auf den Test von Milram Franzbrötchen Eis. Willkommen bei der Foodschau! Jan Forschmann hat das schon gesehen. Heute testen wir das Franzbrötchen Eis. Und da kann man nur sagen, Moin Foodies! Ja, Moin Foodies! Franzbrötchen-Eis, lecker zimtig. Wer Franzbrötchen nicht kennt, für den ist das jetzt natürlich jetzt schwierig. Er sagt, hä, was sind Franzbrötchen? Das ist so ein Plundergebäck. Das ist so ein Plundergebäck aus ja, der Nordregion. Da hat sich das am stärksten verbreitet. Ich kaufe das eigentlich auch immer, wenn ich in Hamburg und so bin. Es ist ein Plundergebäck, was sehr süß ist und mit Zuckerzimt gebacken ist. Das ist wirklich so ein fluffiges, man könnte schon fast sagen Blätterteig-Richtung, aber viel, viel saftiger. Also wenn man es einmal gegessen hat und man ist Zimt-Fan, ist man davon einfach begeistert. So ein Blundergebäck mit Zimt und Zucker ist schon geil. Gibt es noch in der Variante mit Marzipan, mit Schokolade und. Ja, und das ist ja auch bildlich natürlich nochmal abgebildet, das Franzbrötchen. Ja, und das ist jetzt hier in dieser Eiscreme drin. Typ Franzbrötchen. Es ist kein Franzbrötchen in diesem Eis direkt gehalten. Das Eis soll nur an den beliebten Franzbrötchen-Geschmack erinnern. Kommt von Milram im April 2023 in den Handel. Milram hat mir das im Voraus zukommen lassen, damit ich es schon mal testen darf und probieren darf und sind gespannt, wie es mir schmecken wird. Der Test ist aber nicht bezahlt oder sonstiges. Aber ja, ich darf wieder sagen, was ich will. Das ist immer das Wichtigste, mir darf das keiner vorschreiben, sonst werde ich dann mal nicht so nett, wenn mir das einer vorschreiben will. Das Eis ist ein bisschen Luft drin. Das muss ich schon mal sagen. 396 Gramm. Aber nur 773 Milliliter im Verhältnis. Also ihr seht ungefähr, da sind so 70, 80 ml Luft enthalten. Was ich nicht schlimm finde, macht das Eis ein bisschen cremiger. Findet ihr Milram-Produkte eigentlich ganz gut immer bei Kaufland, eigentlich auch bei Edeka müsstet ihr es dann auch finden. Bei Rewe weiß ich es nicht, da habe ich die Milram-Produkte meistens hier in der Region nicht so stark gefunden. Preislich kann ich es euch nicht sagen, es wird wohl zwischen 3,99 und 4,99 liegen. Irgendwo in dieser Dimension wird sich das einpendeln. Ich tippe aber eher, dass die durch die Angebotspreise so, dass sie in die 3,99 Richtung packen. Aber das entscheidet am Ende der Supermarkt. Ich kann den Preis nicht vorgeben. Falls euer Supermarkt das nicht hat, wie immer, nachfragen. Ihr könnt ihm sagen, hey, es kommt bald ein Milram Franzbrötchen-Eis. Könnt ihr das bitte bestellen? Könnt ihr immer machen in Supermärkten. Ich gucke jetzt mal drauf mit euch, was ist denn eigentlich drin? Wir haben ja also eine Eiscreme mit Zimt- und Keksgeschmack durchzogen mit einer 11-prozentigen Zimtgeschmackssoße. Das kommt mit eingedickter, entrahmter Milch, richtiger Schlagsahne, Zucker, Eigelb, Fructosesirup, Sorbit, Butter, Zimtpulver, Karamellsirup, Speisefettsäuren, Stabilisatoren ist normal, ein bisschen färbendes Konzentrat, ein bisschen Stärke, ein Säuerungsmittel ist ein bisschen Milchsäure drin, nochmal ein bisschen Zimtaroma, damit es halt nochmal ein bisschen kräftiger schmeckt und noch ein bisschen natürliches Aroma und Speisesalz. Also relativ kurze Zutatenliste, das ist ein richtiges Eis mit Ei, Sahne und Milch. Das ist natürlich auch schon wieder geil, weil das ist ja nicht so ein Wassereis oder sonstiges. Kalorien haben wir 201 auf 100 Gramm oder auf 100 ml besser gesagt. Zucker haben wir 20. Ist für ein Eis, was so süß sein soll, wie ein Franzbrötchen, eigentlich okay. Ja, und Eiweißen, so brauchen wir nicht drüber sprechen. Hier steht auch nochmal drauf, drücke den geleerten Becher flach zusammen und entsorge ihn in eine Papiertonne. Und die Folie, die hier drauf ist noch, also die Schutzfolie, soll das sein, genau. Die kommt in die gelbe Tonne. Finde ich cool, dass es draufsteht. Da achtet Milram sehr drauf. Milram ist auch bei dem Projekt oft länger gut dabei. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist nämlich der Moment wegen der MHD. Wenn das MHD überschritten ist, weisen die auch nochmal darauf hin, hey, das ist ein gefrorenes Produkt. Das ist auch über das MHD noch gut. Das müsst ihr dann nicht wegschmeißen, das Eis. Das gilt bei vielen Milram- oder Milchprodukten so. Man soll ja immer riechen, schmecken, immer diese Standardsachen. Also sehen, riechen, schmecken, so ist immer die Reihenfolge. Und wenn eins von diesen drei Punkten schlecht ist, dann entsorgt das Produkt. Wenn aber alle drei Punkte gut waren, dann könnt ihr das Produkt immer noch genießen. Auch wenn dieses MHD, was wir in Deutschland haben, abgelaufen ist. Weil das MHD heißt ja immer nur Mindesthaltbarkeitsdatum. Nicht tödlich ab oder muss jetzt weggeschmissen werden. Es wird gesagt, bis dahin muss es mindestens haltbar sein. Ist aber bei vielen Deutschen leider so im Kopf angekommen, dass es heißt, ist das Datum erreicht, schmeiß es bitte weg. So ist es aber nicht. Also, ich packe das jetzt für euch aus, packe das auf einen formschönen Löffel und dann werden wir es probieren. Ja, ihr Lieben, und hier ist es jetzt, das Franzbrötchen-Eis. Ich habe es mal auf einen Löffel gepackt und man sieht halt ein helles Eis, könnte fast ein Vanilleeis sein, könnte man jetzt denken. Und man sieht diese schöne, flüssige Zimtsoße, die dabei ist. Also wenn wir da ein bisschen näher rangehen, sehen wir jetzt sogar diese Zimtstücke. Jetzt müsste der Fokus es haben.
Ja, es riecht auch schön nach Zimt. Also ich bin jetzt mal gespannt, gleich wie das schmeckt. Mehr ist es aber gar nicht. Es ist wirklich nur dieses helle Eis mit Zimtsoße, so wie es aber auch hier auf der Packung versprochen wird. Also da ist auch nichts anderes zu sehen. Das da könnten zwar so Stückchen sein, es sind aber ja laut Zutatenliste keine Gebäckstückchen drin. Was, glaube ich, aber cool gewesen wäre. Wir werden es jetzt aber probieren. Vom Becher sieht es dann so aus, wenn ich das noch aufkriege. Moment, ich habe ja schon ein bisschen drin rumgewütet, weil ich musste einmal die ganze Kappe abnehmen, damit man halt nach unten auch kommt, weil da oben drauf ist keine Soße, aber ihr seht da am Rand schon wieder Soße. Da ist noch Soße unten drunter. Also die ist ja überall so verteilt. Aber so sieht das halt aus. Das ist eigentlich sonst eine glatte Schicht, wo das reingegossen wurde. Und ist ja klar, dass oben drauf dann keine Soße ist. Das macht keinen Sinn. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob dieses Eis was kann und geschmacklich überzeugt. Und jetzt darf ich für euch probieren. Ich bin gespannt. Das ist ja immer so schwierig, weil wenn man das dann so sieht, ich wische dann die ganze Zeit halt immer die Löffel und so mit Taschentuch ab und probiere das nicht vom Löffel. Also ich warte wirklich immer, bis ich das alles getestet habe, das zu probieren. Es ist manchmal echt schon schade, dass man immer so viele Taschentücher oder irgendwelche Küchentücher dreckig machen muss, um die Sahne vom Löffel zu wischen. Oder wenn ich da so durchgegangen bin, damit das nicht rumsuppt. Aber jetzt darf ich probieren. Es riecht schön nach Zimt. Also es hat wirklich so eine kräftige Zimtnote. Hat einen ganz leichten Gebäckgeruch, finde ich. Aber es ist ja ein Eiscreme mit Zimtkeksgeschmack und kein Vanilleeis, ne? Das ist ja immer noch ganz wichtig. Mal gucken, ob sie den Zimtkeksgeschmack im Eis gut umgesetzt haben. Jetzt mal ohne Soße, also jetzt oben, wo ich nur das Eis selber habe. Könnte intensiver sein. Vom Eis selber. Okay, da war es jetzt wieder besser. Kann also stellenweise natürlich auch sein. Man muss sich ja ein bisschen durchprobieren. Es hat wirklich so diesen Kekscharakter. Also nicht Keks, du hast diesen Gebäckcharakter, nicht Keks. Halt ein bisschen Zimt. Merkst aber auch, dass es Milchsahne ist. Das schmilzt dir wirklich im Mund wunderbar weg. Hast aber dann so einen leichten Milchsahne-Film. Das ist nicht schlecht. Jetzt probiere ich mal da, wo die Zimtsoße auch ist. Da, wo die Zimtsoße ist, da kommt halt dann dieser Franzbrötchen-Charakter ein bisschen durch. Es ist halt ein nicht leichtsinniges, es ist so ein zimtiges, also nicht so extrem zimtlastig, aber du merkst halt richtig, dass es so ein Milch-Sahne-Eis ist mit so Zimtnoten und leichten Gebäckcharakter. Das geht in die Richtung Franzbrötchen. Es kommt auch an, natürlich, welches Franzbrötchen man schon gegessen hat, denn bei Franzbrötchen gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Ich probiere jetzt mal hier so ein bisschen mehr Zimtsoße. Weiter unten ist dann dieser Zimt. Okay, jetzt wird es krasser. Je mehr Zimtsoße du da erwischst, dann kommt halt so richtig diese süße Zimtkanone noch dadurch. Und dann geht es viel, viel stärker in das Zimt, also besser in das Franzbrötchen über. Ohne das ist es schwieriger. Aber mit der Soße hast du sofort diesen Franzbrötchen-Charakter auf der Zunge. Sofort. Das könnte an sich, glaube ich, wäre sinnvoll, wenn sie das so gemacht haben, die Franzbrötchenmasse sein. Also bei den Franzbrötchen wird ja auch mit einer flüssigen Zimtsoße gearbeitet, um das da reinzukriegen. Und es ist ja an sich das Sinnvollste, an sich das Gleiche da reinzutun und nichts anderes. Weil es macht keinen Sinn. Wenn du es halt erwischt, schmeckt es mega krass nach Zimt-Franzbrötchen sofort. Du hast sofort diesen Geschmack auf der Zunge. Was es, glaube ich, noch runder gemacht hätte, wäre wirklich, glaube ich, kleine Franzbrötchen-Gebäckstücke gewesen. Also ein Franzbrötchen klein zu schneiden und so kleine Plunder-Gebäckstücke damit einzuarbeiten. Das hätte es, glaube ich, noch Franzbrötchiger gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Also es wäre noch mehr Franzbrötchen-like gewesen, weil du halt vielleicht noch diese Plunderstücke gehabt hättest. Oder ja, vielleicht hätte man sonst vielleicht noch ein anderes Gebäck gefunden. Ich weiß nicht, wie das Plunderstück sich verhält, wenn es gefroren ist. Ich habe unten noch gefrorene Franzbrötchen und die backe ich mir dann immer auf.
Aber man kann Franzbrötchen einfrieren. Das ist jetzt, glaube ich, noch so ein Ticken geiler gemacht. Sonst ist es aber ein leckeres Eis. Also wer Zimt mag und wer Gebäckgeschmack mag und wer Franzbrötchen mag, wird das lieben. Aber ihr müsst euch halt bis zu dem Kern durcharbeiten. Im ersten Moment oben hast du halt relativ wenig davon. Aber je mehr du nach unten kommst und diesen Soßenkern langsam erreichst, der hier überall verteilt ist, es ist wirklich ein toller Zimtgeschmack oder Franzbrötchengeschmack. Das ist lecker. Auch für Leute, die noch nie ein Franzbrötchen gegessen haben, werden damit zufrieden sein. Ist ein leckeres Eis, wo ich jetzt einfach weiter davon könnte. Ups. Der Deckel ist ein bisschen geschmolzen. Im Deckel war aber noch Eis. Jetzt solltet ihr jetzt langsam das Eis schon mal wieder nach unten bringen, in den Gefrierer. Also ich stelle es jetzt gleich mal schnell in meine Kühlbox, die hier neben steht, also meine Styroporbox mit Eispacks drin. Punktemäßig. Ich finde es gut gelungen. Wie gesagt, mit Gebäckstückchen wäre es noch geiler. Es ist nicht so extrem lecker. Was ich noch in Erinnerung habe, war das Balsen. Das Balsen-Zimtsterneis, das kann ich oben nochmal einblenden. Das ist ein alter Test, schon 2 Jahre oder so her. Wundert euch da nicht vom Video. Da hat sich einiges getan im Video machen in der Zeit. Aber so sieht man auch seine Anfänge, obwohl das erst 2 Jahre her ist. Und das waren auch noch nicht meine Anfänger. Die liegen noch weiter zurück. Und das fand ich noch viel, viel geiler, muss ich sagen, das Zimtsterneis. Das hier ist aber auch gut gelungen. Wie gesagt, mit Gebäckstücken wäre es perfekt. So kriegt es von mir aber maximal 4 von 5 Punkte. Aber es ist trotzdem ein leckeres Eis. Würde ich mir sofort wieder kaufen, wenn ich Bock drauf habe. Lege ich euch ans Herz. Kommt auf jeden Fall in die Supermärkte. Wer Zimt mag, wird zufrieden sein. Kann man auf jeden Fall machen. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt, ob ihr das Eis probieren werdet. Ob ihr schon mal ein Franzbrötchen gegessen habt. Und wenn nicht, ob ihr es essen würdet, wenn ihr es mal könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal in Norddeutschland unterwegs seid. Meine Lieblings-Franzbrötchen, ich habe ja schon einige in Hamburg durchprobiert, ist immer noch das Franzbrötchen aus der Rindermarkthalle in St. Pauli. Vorne so ein Bäcker am Eingang. Also am Eingang, es gibt mehrere Eingänge. Aber vorne am Haupteingang, wo nicht der Parkplatz direkt kommt, da ist direkt so ein großer Bäcker. Und der hat ganz viele Franzbrötchen. Die kaufe ich meistens immer da. Ich habe schon andere probiert, die sind auch lecker, aber da schmecken sie mir am besten. Ist aber auch eine Glaubensfrage, wo es die besten Franzbrötchen gibt. Darum sage ich jetzt danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.